Es ist sehr viel im Munde und wir haben schon bei SAP seit 10 Jahren haben wir damit angefangen, haben interessante Fortschritte gemacht. Ich werde euch erklären später, was überhaupt erreicht wurde. Das sind ein paar Folien, ganz wenige, und dann werden wir einfach aufstehen und miteinander umgehen. Nochmal zu meiner Person. Ich bin bei SAP als Entwickler, habe ich angefangen. Und dann habe ich irgendwann nach Waldorf gewechselt. Ich war in St. Ingbert, bin Mathematiker, promovierter Mathematiker von Kaiserslautern Universität. Und irgendwann danach habe ich bei SAP angefangen und einfach, wie in Deutschland üblich ist, geblieben. Und ich arbeite auch bei SAP bei abstrakten Themen. Das ist, wo man SAP-Software in einem System intern oder extern, das heißt bei Kunden, installieren kann oder deinstallieren kann oder Upgrade durchführt. Das heißt, das ist, wo der Herz von Tools von SAP liegt. Und als Ausgleich bin ich Coach und mache auch Mindfulness und bin auch bei Cultures Aktivitäten sehr mit Leidenschaft dabei. Und haben wir 109 Nationalitäten bei SAP und ich organisiere Events, das wir bei SAP machen. Vielleicht kommen wir später dazu. Und dann war das die Idee, wie kann man überhaupt durch Achtsamkeit zufriedener werden? Da kommen wir dazu. Das ändert sich nicht. Gut, als erstes wollte ich wissen, wie es euch geht. Geht mal ein bisschen in euch hinein, auch die Leute, die im Online-Call sind. Überlegt mal, wie geht es mir jetzt gerade? Wo ist mein Stresslevel? Wenn das von 1 bis 10 die Skala wäre, 1 ist total entspannt, 10 ist super gestresst. Und wo steht ihr im Moment? Ihr könnt auch für euch entweder in eurem Kopf das behalten, die Nummer, oder aufschreiben, wie ihr möchtet. Dann kommen wir zu dem Thema, dass man eine Minute sich gönnt, anzukommen. Vielleicht kennt ihr das. Wir sind von einem Meeting zu anderem, ständig von einem Thema zum nächsten. Es gibt überhaupt keine Pause dazwischen. Das ist immer wieder schneller und schneller. Und wenn wir auch irgendwo sitzen, dann sind unsere Gedanken wir Mitarbeit. Die sind nicht da, wo sie sind. Und dadurch ist es auch diese eine Minute zu ankommen. Da wollte ich gerne euch ein Video zeigen. Vielleicht kennen Sie ja das Gefühl, Sie sitzen bei einem Meeting, aber sind in Gedanken noch bei einem Telefongespräch von heute Morgen, fühlen sich unter Zeitdruck für die Abgabe einer Präsentation und sind besorgt, ob Sie den nächsten Termin überhaupt pünktlich schaffen können. Gleichzeitig versuchen Sie, dem Gespräch Ihrer Kollegin zu folgen. Möglicherweise ist Ihre Kollegin ähnlich irritiert und bekommt das Gefühl, überhaupt nicht zu Ihnen durchdringen zu können. Was wäre denn, wenn Sie sich und Ihrer Kollegin eine Minute der Stille schenken würden, um richtig anzukommen? Natürlich bevor das Meeting losgeht. Sitzen Sie einfach aufrecht und bequem und lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Atem. In diesem Moment. Jedes Einatmen, jedes Ausatmen ganz bewusst wahrnehmen. Wenn Ihre Aufmerksamkeit wandert zu Gedanken oder Gefühlen, bringen Sie sie freundlich und bestimmt wieder zurück zum Atem. Das ist alles. Sie werden sich wahrscheinlich ruhiger und präsenter fühlen und es fällt Ihnen nun leichter, sich ganz auf das Meeting zu konzentrieren. Eigentlich ganz einfach, oder? Sehr schön. Das ist auch ein Video, das Global Mindfulness von SAP gedreht hat. Und wir wollen auch jetzt gleichzeitig zusammen das üben. Ich möchte euch im Raum und auch im virtuellen Raum dazu einfach aufstellen oder einfach, wo ihr sitzt, aber in vorderer Seite vom Stuhl sitzen. Ihr seid achtsam und entspannt gleichzeitig. Euer Oberkörper ist gerade. Ihr könnt eure Hände auf eurem Schoß haben, entweder die Handfläche nach oben oder direkt auf dem Schoß. Wir haben guten Kontakt mit dem Boden, mit unseren Füßen. Unser Kopf ist gerade nach oben gezogen. Wir haben trotzdem leichte Schulter und entspannte Schultern. Und ich halte die Zeit. Und eine Minute lang werden wir einfach uns auf unsere Atem konzentrieren.
Und wenn die Gedanken kommen, einfach sie ohne Bewertung wieder vorbeigehen lassen und sich auf Atem konzentrieren. Die Augen könnt ihr schließen oder halb offen vor euch fokussieren. Und dann zu hier und jetzt zurückzukommen, ihr könnt euch auch ein bisschen bewegen, also strecken, wenn es euch danach ist. Ausatmen. An den Augen aufmachen. Zum nächsten Thema. Warum überhaupt Achtsamkeit uns Frieden macht. Ich vergleiche immer unseren Kopf mit einem Schnee. Schneekugel, genau das. Wenn man das schüttelt, diese Partikel immer hin und her und da sind auch unsere Kopf und unsere Gedanken. Sie schießen hin und her und wir können überhaupt nicht durchsehen. Wir können nicht überhaupt dieses Glas als transparente Sachen wahrnehmen und sehen, was uns drumherum liegt. Und vielleicht gibt es Chancen, aber wir sehen die nicht, weil wir mit anderen Sachen beschäftigt sind. Das Interessante ist, man kann mit Achtsamkeitsübungen so machen, dass diese Gedankenwanderungen und hin und her schießen sich beruhigt. Sie setzen sich ab, wie diese Partikel von Schneekugel. Und dann können wir durchsehen. Wir können die Chancen wahrnehmen und diese Transparenz haben um uns herum. Und eine andere Sache ist das, wenn wir Gedanken haben, meistens ist das entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Wenn das in der Vergangenheit ist, ist meistens mit Melancholie verbunden, weil wir irgendwas verpasst haben. Und wir machen uns Sorgen, wir sind traurig. Und wenn das mit der Zukunft verbunden ist, dann machen wir uns Sorgen, weil wir wissen nicht, was passiert. Und daher ist das überhaupt nicht so fokussiert. Die Idee ist von Achtsamkeit, dass man nur sich fokussiert an, was man gerade macht. Und die gute Nachricht ist, dass man, wie man zu einem zum Beispiel Gymnastikraum geht und seine Muskeln aufbaut, kann man auch diese Achtsamkeitsmuskeln aufbauen und immer besser werden. Am Anfang ist das vielleicht nicht so einfach, vielleicht dauert es, aber mit jeder Übung wird es anders. Und die gute Sache ist, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir Achtsamkeit üben können. Ich meine, vielleicht kennt man das von, was man gehört hat oder gesehen hat, dass man nur sich hinsetzt und umsagt oder ganz ruhig ist. Das ist nicht für mich zum Beispiel. Ich kann das so, vielleicht vor kurzer Zeit, aber kann ich nicht lange da ruhig sitzen. Aber es gibt auch zum Beispiel, wenn man von einem Meeting zum nächsten Meeting geht, dass man einfach diese achtsame Gehen übt. Das heißt, ein Fuß nach dem anderen auf den Boden setzt, guckt, wie die Füße sich bewegen, wie der Körper sich bewegt, einfach sich an dem Moment am Gehen konzentriert. Oder wenn wir zum Beispiel essen, wir schlinken meistens. Das ist wir wissen manchmal nicht, was wir gegessen haben. Aber das ist gut, wenn man die ersten Momente einfach den Teller sich anschaut und das genießt, die Farben. Und wenn man da im Mund ein Häppchen reinmacht, richtig bewusst kaut und die Struktur von dem, was man gegessen hat, wahrnimmt. Und es gibt viele verschiedene Methoden. Wir werden eine Methode zusammen jetzt üben und das ist Mindfulness in Motion. Das heißt mit der Bewegung. Es gibt auch viele Sachen, die man aus Qigong und da werden wir einfache Übungen zusammen machen. Und dann sehen, wie es euch geht und wie ihr das empfindet. Gibt es soweit Fragen?
oder Kommentare, Wünsche. Am Telefon vielleicht. Nein? Dann möchte ich alle einladen zum Aufstehen. Ein bisschen von dem Stuhl weggehen, wenn ihr Raum habt, Bewegung. Ich glaube, wenn das noch was sieht. Wir müssen auch so auseinander sein, dass man so Arme richtig breit machen kann, das Gesicht von anderen kommt. Sehr gut. Dann fangen wir an mit ein paar Übungen, die unser Körper und Kreislauf in den Schwung bringt. Das ist Klopfen. Da fangen wir an von Innenseite von dem Arm. Wir können auch wirklich aufhören. Von innen nach außen. Einmal. Und dann gehen wir zur anderen Seite. Dann machen wir das. Wenn wir das dreimal machen, dann fangen wir eher hier oben nach unten. Dann gehen wir die Beine entlang. Und von innen Seite hoch. Wir machen auch ein paar Klopfübungen auf unser Kopf, auf Wassertropfen drauf fällt, am Nacken, am Gesicht. Wir haben überhaupt keine Zornfalten. Unsere Wangen sind fest, wir lächeln. Auch wenn es euch nicht danach ist, bitte immer lächeln. Dann denkt das Gehirn, alles ist in Ordnung und findet eine gute Lösung für alles. Sehr schön. Dann gibt es eine andere Übung. Bitte schön, dass du das da ist keiner. Dann wir stehen mit der Schulter bereit und drehen wir uns. Nur der Oberkörper dreht sich. Unsere Decken bleibt ganz ruhig und fest. Einmal diese Seite. Dann haben wir die letzte Klopfübung und das ist auf Schulterklopfen. Aber nicht diagonal, sondern gleiche Richtung. Das ist auch sehr gut zum Mobilisieren von Schulterbereich. Da wird durchblutet und Entspannungen gehen weg. Noch einmal diese Seite. Dann kommen wir zur Mitte, zur Ruhe. Und jetzt machen wir ein paar Balanceübungen. Drehen, dass er nicht so viel. Ja, geht automatisch. Ja. Okay. Also, diese Klopfen vorher, vielleicht war das bei den Gewitter. Wir bringen unsere Arme und ein Bein hoch. Und dann, ihr kennt, dass ein Ball unter unserem Fuß wäre. Wir versuchen auch Balance zu halten. Wenn wir ein bisschen wackeln, ist okay. Wir können auch Fuß absetzen. Und dann, das ist eine Hand. Und dann drücken wir den Ball unter dem Fuß ganz fest nach unten. Wir atmen ein. Ihr macht das ganz langsam und genießt diese Bewegung, diese Balance. Das ist diagonal, ja. Einmal die Seite. Wir machen das ein bisschen komplizierter, die Übung. Wir bringen jetzt beide Arme und ein Bein hoch. Stehen wir da, atmen wir ein. Wir machen es zur Seite. Stehen wir aus. Gehen wir mit den Armen nach oben. Atmen wir ein. Wir stehen immer noch auf ein Bein. Wenn nicht geht, dann Fuß absetzen. Und dann atmen wir aus. Und setzen wir noch nicht. Einatmen. Ausatmen. Versucht mal einfach diese Übung oder Atem in die Länge ziehen. Und so ordentlich nicht ein- und ausatmen. Richtig tief. Mal einfach mal mit dem Tempo.
Und da versucht man einfach auch die Hüfte ein bisschen breit zu machen, nicht eng. Auseinander. Vielleicht ein bisschen schwerer, aber das müssen wir machen. Noch einmal. Dann machen wir auch ein paar Übungen für unsere Arme. Wir halten sie parallel zum Boden. Und dann drehen wir einfach von der Handgelenk nach außen. Und die Finger spreizen sie eins nach dem anderen. Das ist so eine Art orientalischer Tanz. Wenn wir ein bisschen weitermachen, dann können wir Persisch tanzen. Dann machen wir andersrum. Wir machen das nach innen. Macht ihr euch bewusst, wie ist das überhaupt, wenn ihr diese Bewegung macht? In welcher Richtung ist das einfacher? Welche fällt es euch leichter oder schwer? Dann machen wir von der Ellenbogen aus. Wir halten immer noch die Hand parallel zum Boden und dann bewegen wir von der Ellenbogen aus unsere Arme. Dann andersrum. Und dann machen wir unsere Arme ganz breit, machen wir kleine Kreise. Erstmal nach hinten. Wir versuchen ganz langsam machen, schön ein- und ausatmen. Wohlwegen nach oben halten. Andersrum nach oben, nach vorne drehen. Charlotte, ihr müsstet mitmachen. Charlotte, du musst mitmachen. Genau, wir sehen, dass du nichts machst. Mitmachen. Das kann nicht sein, du musst ja hoch. Bis gut, mach das an mir bitte, wenn du was sagst. Aufstehen. Aber dann kann man sitzen machen, wenn es nicht geht. Okay. Dann kommen wir zur Ruhe. Und jetzt machen wir einfach ungefähr. Wir bewegen unsere Kinn zum Brust. Machen wir auf. Und langsam gucken wir so die Decke. So. Und atmen wir ein. Ganz langsame Slow-Motion-Bewegungen. Das sind keine hektischen Bewegungen. Und zur Brust ausatmen. Ganz langsam nach oben schauen. Einatmen. Genau. Jetzt fühlen wir unsere Kopf, ohne dass Oberkörper sich überhaupt bewegt, zur rechten Seite. Wir suchen so weit wie möglich nach hinten zu schauen. Das ist was Interessantes hinter euch. Wollt ihr sehen, was das ist? Nicht über die Grenze, Schmerzgrenze gehen. Nein, so weit wie es geht. Einatmen. Dann ausmacht auf die Mitte kommen. Mal, wenn ihr zur Seite schaut, ein bisschen weiter nach hinten zu gehen, ohne dass Oberkörper sich bewegt. Und nehmt wahr, auf irgendeiner Ladenseite, die ihr habt, irgendwann gefällt es einfacher. Dann könnt ihr euren Kopf mehr drehen nach hinten. Dann können wir schon ein bisschen zur Ruhe. Jetzt machen wir eine Übung für unsere Augenmuskulatur, weil die sind immer vernachlässigt. Ja. Wenn wir irgendwas sehen wollen, dann gucken wir immer mit Kopf, nicht mit den Augen. Dann machen wir so eine Übung. Erstmal schielen wir zu unserer Nasenspitze, dann gucken wir nach rechts, nach oben, nach links und wieder, ohne dass Kopf sich bewegt, nur Augenmuskel bewegen sich. In der Mitte, rechts, oben, links, zur Mitte. Das fühlt sich immer komisch an für mich, auch weil ich das Übung immer wieder mache, aber nicht wie andere Muskeln. Nochmal rechts, oben, links, unten. Jetzt wechseln wir die Richtung. Wir gucken zur Mitte und dann links, oben, rechts, Mitte. Links, oben, rechts, Mitte. Links, oben, rechts, Mitte. Noch einmal. Links, oben, rechts, Mitte.
Dann reiben wir unsere Arme, Arme, Hände zusammen. Dann legen wir sie über unsere Augen. Noch einmal. Locken. Jetzt machen wir die Übung über unsere Schulter wieder. Wir bringen einen Arm hoch. Nach hinten. Erstmal machen wir das, diese Übung. Wir drücken so weit wie möglich unsere Ellbogen nach unten. Und hier dann mit dem Atem hier rein. Atmen hier rein. Und von anderer Seite aus. Genießt man diese Dehnung eine Weile. Wir sitzen einfach so viel. Dann lösen, ein bisschen schütteln. Von der anderen Seite. Arm hoch. Bei mir ist es zum Beispiel linke Seite ein bisschen schwieriger als rechte Seite. Also ein bisschen fester, habe ich das Gefühl. Nur wahrnehmen, ohne dass es zur Bewertung kommt. Darum, dass wir unsere Körper und Signale, dass der Körper schickt oder sendet, wahrnehmen. Oft sind wir in diese, jetzt lösen und schütteln. Wir sind Autopilot. Wir kriegen gar nicht mit, was mit uns geschieht. Einfach davon weg. Gut. Jetzt machen wir diese Übung, dass wir linke Arm. Ich hoffe, wir jetzt die Finger zusammenbringen. Nee, reicht auch. Hast du Krampf jetzt? Ja, das kann auch sein. Wenn es ohne dass euch schmerzt, so, nur so viel wie es geht. Wenn wir das vor dieser Übung gemacht hätten, jetzt lösen. Also, gemacht hätten, dann wäre noch schlimmer. Ich habe zu gut. Oh mein Gott. Ja, die linke Seite ist immer bei mir schwierig. Danke, alle links, Rechtshänder. Das merkt man schon, dass links immer vernachlässigt wird. Okay, dann lösen. Jetzt machen wir auch Übungen, das heißt Wolken teilen. Es ist auch Vorstellungskraft, spielt eine Rolle überhaupt in Achtsamkeit. Wir gehen jetzt in der Mitte so ein bisschen tiefer und denken wir, wir haben Superkraft, gehen wir nach oben, da ist es. Himmel und wir können die Wolken auseinander teilen. Ganz langsam, mit Slow Motion. Da wollen wir zum Mittel machen. Nach unten gehen, atmen wir aus. Wenn wir nach oben gehen, atmen wir an. Stellen uns wirklich vor, da ist der Himmel. Und wir können die Wolken auseinander machen. Und wunderschön nach Himmel gehen. Es ist nicht fair. Die Leute, die am Telefon sind, zeigen sich gar nicht. Zeigen euch alle. Ich muss auch kurz was sagen. Meine Kamera hat aber wirklich tatsächlich gestreikt und wenn einem der Laptop sagt, bitte Kamera neu verbinden, bei einer integrierten wird es irgendwann kritisch. Aber ich bin voll dabei. Wunderbar, jetzt wir haben die Sonne in unserer Handfläche, in den Handflächen. Und wir bieten uns gegenseitig die Sonne und lächeln wir uns an. Wir wünschen uns gegenseitig Beste. Und dann gehen wir zur anderen Seite, andere Hand. Ihr bleibt einfach mit den Füßen so schulterbreit stehen, bewegt sich nur die Arme, bewegen sich und versucht ihr eure Arme so auseinanderziehen wie möglich. Andere Hand, wenn du zu mir guckst, die andere. Genau. Einfach diese Dehnung. Noch einmal jede Seite.
Genau. Alle Sonne getankt. Das hat auch vorher geregnet. Dann kommt Regenbogen, oder? Wir stellen uns vor, wir haben Regenbogen in unseren Händen. Die Knie sind weich. Und wir bewegen nur unsere Hüfte ein bisschen. Und dadurch können wir diese wunderschönen Regenbogen bewegen und die Farben genießen. Oberkörper bewegt sich nicht viel. Nur wir verlagern unser Gewicht im Beckenbodenbereich von links zu rechts und umgekehrt. Und dadurch wird auch unsere Arme sich ein bisschen bewegen. Einmal jede Seite. Dann können wir jetzt wieder zur Ruhe kommen. Eine letzte Übung machen wir auch, das ist Rudern auf Ruhe. Wir sind wieder Schulterbereich, stehen wir. Und dann, ob wir wirklich in einem Boot sitzen und rudern, machen wir diese Ruderbewegung. Wir gehen in Knien, wenn wir runtergehen. Dann atmen wir ein, wenn wir hochgehen. Atmen wir aus, wenn wir runter. Wir hören auch Schreien von Vogel. Wir sind halt eine Brise. Übungen immer langsam. Das wird auch eure Arme ein bisschen drehen beim Rudern. Ja. Einmal. Dann machen wir eine kleine Meditation auch noch. Ihr könnt euch hinsetzen oder am Stehen, wie ihr möchtet. Wenn ihr sitzt, dann wie bei dieser eine Minute zum Ankommen, vordere Seite vom Stuhl. Oder ihr könnt auch stehen bleiben. Dann einfach alles lockern. Euer Kopf ist mit seidener Faden nach oben gezogen. Ihr habt die Schultern sind so weit wie möglich nach unten weg von Ohrläppchen. Wir stehen gerade. Wir können die Augen schließen oder halb offen vor uns sehen. Wir atmen dreimal tief ein und aus. Dann stellen wir uns auf die Meditation ein. Wir machen eine kleine Spaziergang miteinander. Wir laufen und kommen wir zu einem kleinen See. Wir stehen auf Gräsern, Felsrasen. Wir ziehen unsere Schuhe und Socken aus. Und dann laufen eine Weile barfuß. Wir merken überhaupt, wie das kitzelt in unserer Fußsohle, wenn wir auf Gräser laufen. Die Sonne scheint und wir genießen die Strahlen von der Sonne auf unserem Körper. Wir hören die Vögel zwitschern und sind fröhlich. Wir gehen eine Weile und dann legen wir uns irgendwo hin. Machen wir die Arme und Hinterkopf zusammen und gucken zum Himmel. Da sind die Wolken. Kommen. Und gehen mit dem Wind wieder. Wir sind auch unsere Gedanken. Sie kommen und wir lassen sie vorbeiziehen. Wenn wir merken, dass wir unsere Achtsamkeit nicht mehr bei Atem haben und bei einem Gedanke hängen geblieben sind, dann bringen wir ganz freundlich und sachte unsere Aufmerksamkeit zum Atem wieder zurück. Wir müssen einfach ein die Natur um uns herum. Wir können noch eine Weile wieder stehen. Wir stehen da und gucken zu dem Teich oder dieser kleine See da vorne. Da sind auch Enten, die runtergehen, im Wasser tauchen und ganz leicht spielen.
Gefühle mit denen diese Leichtigkeit. Fangen wir an, einfach eine virtuelle Dusche miteinander zu nehmen. Mit unserem Atem gehen wir durch den ganzen Körper. Wir atmen in unsere Oberkopf, Schädel ein. Bei der Ausatmung die ganze Spannung und ganze uns stören, pusten wir nach unten. Wir atmen jetzt in unsere Stirnbereiche ein. Wir können auch anfassen. Wir sollen keine Zornfalten spüren. Alles ist locker. Und unsere Augen sind ein paar Falten zu merken. Die Lachfalten. Wir atmen ein in unser Gesicht. Bei der Ausatmung lösen wir alle Spannungen und pusten wir alles noch ein. Wir fassen unsere Wangen ein. Wir lächeln. Da werden sie nach oben gezogen, die Muskeln. Wir fassen unsere Nasenbein ein. Jetzt bringen wir unsere Finger zu unseren Nasenlöchern. Halten wir kurz davor. Wir atmen ein und merken die Temperatur. Atmen wir aus durch die Nase und merken den Unterschied, was unsere Wunderkörper macht. In so kurzer Zeit, Temperatur hat sich geändert. Wir gehen mit unseren Fingern zu unserem Mundwinkel bis nach oben. Die Mädchen fassen unsere Kinn. Dann gehen wir mit unseren Händen auf unseren Hinterkopf. Atmen wir ein in diesen Bereich, im Nackenbereich, Kopfansatz. Versuchen wir alle Spannungen in dem Bereich zu lösen. In der Ausatmung alles nach unten zu pusten. Kommen wir zu unserer Brustkorb. Wir lassen unsere linke Hand auf unserer Brustkorb in dem Herz. Atmen wir ein und aus und merken, wie der Brustkorb sich hebt, wenn wir einatmen und senkt, wenn wir ausatmen. Wir atmen ein und mit der Ausatmung pusten wir alle Spannungen in den Bereich und was von oben gekommen ist nach unten. Jetzt stellen wir unsere rechte Hand auf unsere Bauchdecke. Atmen wir in die Bauchdecke ein und aus. Wie die Bauchdecke sich hebt, wenn wir einatmen und senkt, wenn wir ausatmen. Die nächste Einatmung machen wir am ganzen Bauchdecke voll mit Energie. Bei der Ausatmung pusten wir alle Spannungen nach unten. Jetzt gehen wir mit unserer Atmung zu unserem Rücken. Wir atmen den Rückenbereich ein. Und bei der Ausatmung pusten wir alle Spannungen nach unten. Jetzt kommen wir zu unserem Beckenboden. Erstmal einfach wahrnehmen, wie wir stehen. Merkt ihr, dass Gewicht auf einer Seite mehr zum Fühlen ist als andere Seite? Einfach wahrnehmen. Wir atmen in den Beckenboden gleich ein. Und bei der Ausatmung pusten wir alle Spannungen. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben eine virtuelle Dusche mit unserer Atmung. Atmen in unsere Oberschenkel drumherum ein. Und bei der Ausatmung pusten wir alle Spannungen in den Bereich und von oben mitgekommen sind nach unten. Dann atmen wir in unsere Kniebereich vorne und Kniekehle ein. Und pusten wir alle Spannungen von dem Bereich nach unten. Jetzt sind wir bei Waden angelangt. Wir atmen drumherum ein. Bei der Ausatmung pusten wir alle Spannungen. Jetzt sind wir bei den Füßen. Wir planen, wie wir stehen. Jetzt ein Fuß mehr zu merken.
und sehen Sie, wie sie stehen, sie in Kontakt mit dem Boden. Dann ist unser Gewicht gleich verteilt. Einfach wahrnehmen. Jetzt atmen wir in die Oberfläche von unserem Fuß ein. Und bei der Ausatmung stellen wir uns vor, es gibt zwei Löcher in unserer Fußsohle. Jetzt können wir alle Spannungen von ganzem Körper von diesen Fußsohlenlöchern nach außen pusten. Wir atmen ein und pusten ganze Spannungen von diesen Löchern raus. Dann bleiben wir eine Weile in dieser Position. Atmen ganz normal ein und aus. Ich wollte kurz für euch was vorlesen. Das ist etwas, was Charlie Chaplin mal geschrieben hat, ein Gedicht. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Und dass alles, was geschieht, richtig ist. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen. Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionale Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben. Und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Spaß und Freude bereitet. Was ich liebe und mein Herz zum Lachen bringt. Auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Ehrlichkeit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen zu fürchten. Denn sogar Sterne fallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. Und langsam zu hier und jetzt zurückzukommen, eure Augen langsam euch zu bewegen, strecken. Und wir machen eine kurze Flug ohne Mission. Geht ganz. Dann gehen wir auf Fußspitze, legen wir unsere Arme hoch, atmen wir aus. Gehen wir hoch auf die Füße, atmen wir ein. Ich möchte gerne von euch alle wissen, dass ihr wieder in euch hineingeht und sagt, welches Stresslevel jetzt ihr habt. Ihr könnt auch mit anderen teilen, ob ein Unterschied zu merken ist. Hat sich verringert. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch das kleine Wellig einfach für euch machen. Jetzt, ihr passt. Das ist sehr angenehm. Ja. Ein Unterschied in der Stress. Ich war vorher nicht gestresst. Ich fand das überhaupt hier alles sehr schön und bin sehr beglückt. Also insofern gibt es stressigere Momente in meinem Leben. Aber ich finde das jetzt sehr angenehm, auch zum Sitzen nochmal in Bewegung zu kommen. Ja. Und wir machen das bei SAP, wie gesagt, seit 10 Jahren haben wir dieses Programm, Mindfulness. Hat diese Sessions at Joseph Course, ich weiß nicht, ob ihr das schon besucht habt, die Leute, die bei SAP sind. Wie heißt das? Search Inside Yourself. Das ist S-I-Y. Meng. Ja, das ist von Meng, von Google. Das ist ein Ingenieur, der das entwickelt hat. Und dann Postelmann, der auch in Palo Alto gearbeitet hat und gelebt hat, einfach das besucht. Und seitdem war er begeistert und hat das 14.
Firma gemacht. Ich war als Coach, als Pilot Coach dabei und da war ein Guru auch von denen dabei. Das war wirklich eine tolle Sache und seitdem bin ich fasziniert überhaupt von dieser Methode, weil das so viele Möglichkeiten gibt. Das ist ein Strauß und man kann machen, wie es am besten einfach eine Blume von dem Strauß nehmen. Und das, ja. Ich wollte nur sagen, diese Mindfulness Motion oder verschiedene Methoden haben wir jeden Tag virtuell durch Corona virtuell vorhanden. Und ich, dass man als Externe mit uns mitmacht. Zum Beispiel, ich mache das mittwochs 8.30 Uhr bis 5 vor 9. Wenn irgendjemand Interesse hat, dann kann ich einfach die Einladung weiterleiten. Also SAP intern ist das, ne? Ja, aber Externe dürfen da hin. Oh, dürfen auch hin. Ja. Weil das ist eine Zoom-Meeting, das ich aufgesetzt habe und da ist keine... Jeden Mittwoch? Jeden Mittwoch um 8.30 Uhr. Und ich mache das mit einer Kollegin in Abwechslung. Eine Woche macht sie, eine Woche mache ich. Es ist gut, dass man immer ein Backup hat, ein Pairing. Zum Beispiel auch 11.30 Uhr habe ich eins im Kalender. Gibt es einige so Slots? Nicht alle sind offen für Externe, aber für Isabella ist wirklich so eine bunte Palette an Angeboten. Das ist wirklich toll. Ich habe mal eine Frage. Also du hast jetzt, glaube ich, das war viel so Körperarbeit. Das kam so, war das Qigong oder was? Weil ich mache viel so Meditation. Also anders einfach. Genau. Aber jetzt... Ich meine, jetzt aus dem Programm her, ihr habt einfach verschiedene Ansätze und jeder macht das, was auch bei ihm passt. Ne? Genau. Weil zum Beispiel diese Methode, wie wir benutzen, ist das Mindfulness in Motion. Das heißt, du bist in Bewegung und trotzdem konzentrierst du dich an diesen Moment, an deine Bewegung und dadurch wirst du auch entspannst vielleicht, wenn du Arbeit und so. Und es gibt zum Beispiel Journaling, dass man einfach einen halben Satz bekommt und dann muss man das ergänzen. Das haben wir auch. Ich meine, wenn ich normal habe ich anderthalb Stunden Session manchmal, wenn ich ein bisschen Methode zeige, dann machen wir auch Journaling zusammen. Dann kommt dieser Gedanke vom Kopf raus. Das ist sehr wichtig, dass wir die Sachen aus dem Kopf bringen und vor allem visualisieren und sehen, was ist überhaupt. Weil im Kopf verstören wir. Wir wollen unseren Kopf ein bisschen beruhigen. Und wenn wir das aus dem Kopf bringen, die Gedanken, dann können wir damit besser auch anfangen. Irgendwie das. Ein Stück nach hinten, du bist drauf. Einfach, das sieht man. Wir sehen das schon in der Frage. Okay. Das Bild ist kleiner hier. Okay, okay. Ja, stimmt. Okay. Gibt es Fragen oder Kommentare in online? Mir ist etwas aufgefallen, als wir das Gesicht gefasst haben. Ich war mal einen Punkt darüber. So eine Stirn. Du hast das Mikrofon nicht vom Mund. Ja, das kommt vom Üben her. Das hat es gestört. Nein, als wir uns ins Gesicht gefasst haben, habe ich mich an einen Vortrag über EFT-Klopfen erinnert. Ja. Sagt euch das was? Weil das soll für den schnellen Stressabbau dienen. Genau, darum geht es auch. Das sind verschiedene Elemente, die ich das zusammen gemixt habe und dann machen wir das. Einfach Körper wahrnehmen und dann auch diese Regentropfen auf Gesicht, beruhigt auch sehr. Also ich fand es einfach nur super, vielen Dank dafür. Ich mache so oder so regelmäßig Qigong, weil das genau meine Art von Meditation ist. Ich bin einfach kein Mensch, der still sitzen kann, da geht es einfach schon los. Deshalb super cool. Eine Frage nur, das, was du gerade erwähnt hast mit dem, man gibt einen halben Satz und der Nächste muss ihn ergänzen. Wie nennt sich die Methode nochmal? Journaling. Ach, wie Journal, wie das Tagebuch. Ja, genau. Okay. Du bekommst einen halben Satz, dann 2 Minuten Zeit, das zu ergänzen und du bewegst, du lässt deinen Stift immer auf dem Papier und ohne dass du bewertest, schreibst du. Und wenn es nicht mehr im Kopf auch ist, zu dem Satz, zu dem halben Satz, du sagst, schreib, ich weiß es nicht. Aber du bleibst mal in Bewegung. Und dann später. Ah, coole Idee. Es hat diese halbe Sekunde. Und dann später gibt es auch noch 2 Minuten, dass du das durchgehst und die vielleicht dich überraschen oder ein Aha für dich machen und unterschreibst. Mhm. Okay, cool, danke. Ja. Weil oft kriegen wir alles nicht mit in unserem Kopf. Gibt es noch andere Fragen? Ja, Dank an dich für die kurzweiligen Übungen. Die aber alles letztendlich Körperwahrnehmungen sind, also viele davon. Und gleichzeitig finde ich es interessant, weil wenn wir
unsere Wahrnehmung zum Körper, unser Bezug zum Körper nicht so verloren hätten, dann gäbe es ja deine Übung gar nicht oder die Achtsamkeit. Also schon wieder andersrum gedacht, traurig, weil wir so unseren Körper verloren haben im Alltag, dass wir ihn gar nicht mehr wahrnehmen, dass wir ihn gar nicht mehr hören, dass wir über solche Kurzreflexionen überhaupt mal wieder zu uns selbst kommen müssen. Obwohl der Meditation und so ist er uralt. Ne? Ja, klar, das ist die waren viel weiter. Ja. Wir haben sich viel mehr gespürt. Also die waren im Körper und Geist. Und wir sind jetzt zurzeit gerade noch im Geist, wobei dieses Geistliche ja gerade sehr dünn wird. Wenn du auf deinen eigenen Körper hörst, dann wirst du auch Sachen machen, die du vielleicht deinen Zustand nicht machst. Ja, definitiv. Warum sagen wir, dass es die Achtsamkeit fröhlicher macht? Weil dann nimmst du deinen Körper wahr und du weißt, wie ist deine Grenze, wie weit sollst du gehen? Und dadurch, dass du nicht ständig mit deinen Gedanken immer woanders bist und bei der Sache, dann kannst du effektiver arbeiten. Dann machst du die Sache in kürzerer Zeit, statt immer, das habe ich auch gehabt, du bist am etwas, aber deine Gedanken woanders, deswegen musst du vielleicht halbe Stunde länger daran sitzen. Aber wenn du dich konzentrierst, sind in 10 Minuten vielleicht erledigt. Das ist der Unterschied. Ich habe nochmal eine Frage, das war jetzt Achtsamkeit zu uns selber. Gibt es auch Übungen, Achtsamkeit zum Nächsten oder zum Gegenüber und dann Achtsamkeit zur Welt? Genau, Change Start Yourself-Kurs ist das auch, alle diese Sachen werden da drin. Also auf den verschiedenen Ebenen. Genau, verschiedene Ebenen werden geübt. Und ich bin auch in der Trainingphase von einem Teacher davon zu werden. Ich hoffe, dass es bald klappt. Ja, bitte. Ich glaube aber auch, dass sich die Achtsamkeit gegenüber den anderen dadurch ergibt, dass man achtsam zu sich selbst ist. Ich glaube, das ist auch stark wie mit der Selbstliebe. Genau. Wenn ich mich selbst nicht liebe, kann ich auch andere nicht lieben oder nicht mögen. Und durch Achtsamkeit wirst du auch deine Empathiefähigkeit stärken. Und dann kannst du auch das besser verstehen, wie die andere sich fühlt oder machen. Wenn du zu Hause in deinem Körper bist, dann kommst du aus dir selbst heraus. Das strahlt natürlich aus. Ja. Der Weg ist klar. Ich kenne das so, alle 25 Minuten eben defokussieren, ans Fenster gehen, tiefe Atemzüge nehmen, den Körper richtig in Bewegung bringen, abklopfen. Dann kann ich viel fokussierter und dann das dreimal hintereinander machen, also so diese Sessions und dann eine Viertelstunde Pause machen und dadurch kann ich den ganzen Tag fokussierter arbeiten und es ist nicht mal ein Zeitverlust, im Gegenteil. Okay. Du investierst in dich in dieser Zeit, aber dann später hast du so mehr Energie in deinen Körper und kannst du viel bessere Sachen machen und auch du bist wirklich ruhiger, du kannst die Sachen besser aufnehmen, was du gerade machst. Und vor allen Dingen, wenn du abends nach Hause gehst oder egal, wenn du jetzt selbstständig bist oder was auch immer, bist du abends auch noch in einem richtig guten Zustand. Zum Beispiel dieser Bodyscan, das man macht, ist das, wenn man nicht einschlafen kann, kann man das sehr gut machen. Ja, und einschlafen. Da gibt es dann wieder ganz einfache Atemtechniken. Ja. Genau. Ja, es geht bis 8:15 nur, ne? Wir sind schon 5 Minuten durch. Ja, genau. Vielen Dank für eure Geduld und Zeit. Das ist achtsam. Das ist Kaffeepause, ne? Sehr gut, besten Dank. Achtsame Kaffeepause. Achtsame Kaffeepause. Verschüttet keinen Kaffee. Dankeschön. Trinkt alles, was ihr einschenkt. Sei achtsam zum Kaffee. Achtsam, was hingeht. Dann müssen wir alle gucken, ob wir noch machen. Die ist jetzt weg. Darum habe ich ja noch gefragt, wer wollte, bevor ich getrunken habe. Jetzt ist es zu spät. Das bringe ich jetzt. Wir haben noch einen Kasten gefunden. Ja, hier gibt es so. Ist das so? Ich weiß es nicht. Hast du was gefunden? Hab ich ja nur gehört. Das Bier? Wurde schon ein Kasten gefunden. Ja, ihr habt so viel gegessen und getrunken. Da muss man nachliefern. Ein paar Leute haben sich doppelt eingebucht. Das ist 10. Und wir haben die Dubletten rausgestrichen. Ist aber gut. Ich habe das nicht auch erstmal gemacht. Ich habe auch kein wirkliches Ticket, sondern nur so. Das ist also der Haupt. Wir wollen nicht, das ist früher mal funktioniert, da bestellst du ein Haupt Zeug und wirfst es weg. Das ist total doof. Ja, war es mit dem Mittag, Abendessen, das ist total schade. Und das konnten wir gar nicht essen. Okay, dann haben wir gesagt, das war runtergetreten. So weit davon weg, dass wir eh noch unten alles zum Abendessen. Ja. Von daher. Und die Sachen, also das Mittag war ja super, ging ja genau alles auf. Wir haben nochmal nachbestellt, wir hatten noch was warm gemacht.
Man schickt es nicht mehr. Das ist ja so ein Impuls. Letztes Mal ist drüber und dann. Letztes Mal, nachdem man gewusst hat, wo das ist. Also, du hast es auch eingestellt. Jetzt gehen wir mal spazieren. Aber das Mal. Ich glaube nicht, es hat Bild. Das wär's. Danke dir. Gerne. Dieser Kurs Search Inside Your Mind. Search Inside Yourself. Ja, Search Inside Yourself. Der Kurs, das ist ein Dreitageskurs. Zwei, und in der Corona-Zeit haben sie auch 4 halbe Tage daraus gemacht. Und dann alles online. Ja, aber es geht wieder in Präsenz. Okay. Ich habe nämlich auch jemanden gehört, der es gemacht hat und der auch sehr begeistert war. Ja, das ist schon cool. Ja. Ich war nämlich die letzte Woche. Wo bist du denn dabei? Bei SAP? Ich bin in der SAP Academy for People. Ich war letzte Woche in Prag im SAP-Office und wir haben die ganze Zeit Achtsamkeit, Mental Health und gesprochen. Es war wirklich spannend. Das war auch ähnlich mit dem Journaling, finde ich super. Das ist toll. Ja. Das ist eine tolle Methode. Wenn ich mehr Zeit hätte, hätte ich das gemacht, aber ich habe gedacht, das braucht ein bisschen Ruhe. Stimmt, ja. Mindestens eine Stunde Zeit muss sein. Ja, und da braucht man Equipment. Ja, dann habe ich gesagt, du musst dann auch Stift und Papier haben. Ja, gut. Ich habe heute Abend so ein kleines Mario Kart. Ich habe es schon mal. Wir haben den großen Schichten.
Raum Rosa. Jetzt bist du dran. Ja, er kommt dann. Hier öffnen. Mal lüften. Ist ein Sauerstoff. Ja, hier war gerade eine Meditation, Mindfulness. Lass uns bewegen. Ja, Bewegung. Ah, schön. Willst du mitmachen? Ein bisschen, ne? Wo ist hier das Mikrofon im Raum? Also ist es von der Kamera? In der Mitte? Das ist eine gute Position. Also 16:30 Uhr ist fertig. Ja. Also das Spiel kann man so. Also du kannst dir, das haben wir schon mal ausprobiert. Das ging auch ohne Mikrofon. Geht auch ohne, ja. Also ja. Das Ding ist, das ist so ein Push-to-Talk. Das ist so ein Push-to-Talk-Mikrofon. Wenn du in vielen Pausen redet, schaltet sich das ab, wieder an, wieder ab. Beziehungsweise, wenn du zu leise redest, dann geht es auch manchmal aus. Und deswegen, das habe ich jetzt aus der letzten Session bekommen. Aber trotzdem funktioniert das super, besonders wenn du dann Leute im Raum mit einladen willst. Okay. Das mit den Breakouts ist halt so eine Sache, das geht halt dann mit der Kamera, also das wird halt schwierig. Also, ja, gut. Breakouts sind ja dann. Virtuell und hier, die sollte zu zweit zusammen. Genau, das hier ist ein, das hier wäre dann ein Breakout. Die Leute treffen sich ja hier, sind ja physisch da, die können sich ja zusammen. Ach so, du meinst die Leute hier, die dürfen zusammen und die online. Ist hier jetzt das Krieg, weil die meisten das machen. Ja, das ist die Sozialkarte. Oh, der Kuchen ist so geil. Ja. Genau, den Kuchen ist noch so lecker. So lange noch da sitzen. Wo bist du? Ich bin auch in der SAP Academy. Academies. Genau. Genau, den Raum kann man schon durch. Ja, schon drin. Wer wartet auch? Das heißt, wenn ihr. Wenn die anderen beiden sich einwählen, dann kommen die da rein. Und die hier auch schon mal nicht. Okay. Die auch schon mal die Kamera starten, dann siehst du sie schon und hören können sie schon. Super, danke schön. Ich bin dann gleich da. Ja, nutze die Pause. Thank you.
ist ja der Felix, ne? So innerweise labeln wir den Torben, weil ich nämlich gleich auch den Körper noch ab. Dass der Torben das machen kann. Ne? Breakouts starten. Man kann auch mal ein Screenshare. So, hallo, hallo. Hallo, Eva. Oh, ihr seid ja eine Riesengruppe, würde ich mal sagen. Ja. Die Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Aber sehr schön. Dich höre ich super, weil in einer Session, wo ich mich da kurz noch mit reingeklinkt habe, da war die Tonqualität nicht, leider nicht so gut. Echt? Ja. Mm. Das musst du gleich mit dem Tor mal besprechen. Das kann in diesem Raum gewesen sein. Wir sind Deckenmikros. Das ist eine Variante. Wir haben aber auch. Ja gut, ich war auch mit dem Handy drin, vielleicht lag es auch da dran, aber es war echt schwer, die Leute zu verstehen. War ein bisschen anstrengend. Und hört ihr mich jetzt? Ja. Ja. Bin ich zu verstarren? Ja, ja. Auch so. Okay. Und wie geht's euch? Gut. Gut. Habt ihr schon die erste Session genossen? Ja, eine halbe habe ich mir jetzt schon angehört. Ja. Ich nicht. Aber morgen steht es auf meiner Agenda. Heute war einfach nicht möglich, leider. Ja, schauen wir mal. Also Franz kommt ja auch anscheinend dazu. Franz, seht ihr jetzt das Screen? Ja. Ja. Euer Raum schaut ja voll, voll gut aus. Ja, der Gerd hat keine Mühen gescheut, uns den besten Raum zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank. Ja. Ich möchte fast, ich müsste. Also, ich glaube, ich bin der Einzige, der hier die Breakouts hat. Aber wahrscheinlich, der die starten kann. Das ist meistens. Mhm. Das ist komischerweise bei Teams, ist das, kann man das nicht an den Präsenter delegieren. Nee. Nee, geht nicht. Das ist so eine. Aber ich muss vielleicht in ein anderes Meeting. Da musst du Prioritäten setzen. Genau, also Breakout-Sessions wären gut, wenn die funktionieren. Ja nur am Anfang, weißt du? Genau. Okay. Dann die Leute natürlich zurückholen nach. Achso, sind ja zwei Runden. Wir machen nur eine Runde Breakout. Ja, ich glaube, unsere Teilnehmenden schaffen es, zwei Arbeitsaufträge in eine Breakout-Session mitzunehmen. Können sie ja dann ein bisschen länger machen, oder? Die. Also wenn ich früher weg will, dann. Ach so, nee, sorry, ich habe nur die Hälfte verstanden. Ja, okay, wir finden eine Lösung dafür. Nee, sorry. Ich hatte genau mein Ton gerade aus. Ich werde dir meinen Rechner hier lassen. Also ich habe wirklich gedacht, man könnte das irgendwie regieren, aber scheinbar geht ausgerechnet das nicht. Und ist ja gut. War's gut? Ja. Danke, ich bin gerade da. Also noch bei jedem 12 von mir. Oh, dieser Start. Ja, sehr schön. Dann wir sehen uns. An den anderen Sessions teil, oder? Okay. Ja. Genau, jetzt sehe ich gerade, dass der. Ah, doch, der Stefan ist ja auch da.
das ja in seinem Moment. Wer braucht der denn? Automatisch. Also ich bin da noch nicht so ganz vertraut mit. Ich muss irgendwie mal suchen, wenn es um Breakout-Räume geht. Natürlich abhängig von der Anzahl der Teilnehmer. Ja, also das ist das Beste, was ich jetzt anbieten kann. Wir deinen Rechner anvertraut. Ja. Muss mal gucken, dass er sich nicht lockt. Irgendwie. Gut, wann kommt der an? Um 15:15? Ja. Okay, ich kann dann so um 15:15 noch mal kurz dazu kommen. Also, genau. Muss dann irgendwie was denn, nehme ich. Eine andere Session. Achso, okay. Ja. Gut. Ui. Schwerer Vertrauensbeweis. Okay. Automatically create rooms. Welche Session hast du angeschaut, Eva? Bist du stumm? Wir sind lernen Zielkontrolle, ob ich das auch wirklich mitgekriegt habe, um was es ging. Also es ging um das Thema Evaluation und so die Evaluationsstufen. Mhm. Wie kann man da nachhaltiges Lernen messen, sozusagen? War sehr spannend. Das glaube ich. Das glaube ich. Hast du mit dem Thomas Madey, ja? Genau. Ja, er hat der Lux auf. Okay, und jetzt hattest du dann Isabel, ne? Wenn die Session losgeht. Die Frage ist, kann ich vielleicht schon mal ich auch, sonst werden wir ja auch weggeschickt. Achso, ich bin da nur. Du bist jetzt eine doppelte Persönlichkeit, oder, Felix? Ja, jetzt bin ich schon etwas verwundert. Ich hoffe, dass es klappt. Ich hoffe ja, dass nicht wir dann in die Breakouts geschickt werden, weil das wäre etwas schwierig. Ach so, stimmt. Sonst können wir die anderen auch nicht zurückholen, oder? Ja, zurückholen müsste ich sowieso von hier aus machen. Das wird jetzt richtig spannend. Okay. Aber gut. Dafür bin ich jetzt wieder richtig wach. Hast du den ganzen Tag schon in Sessions verbracht, Felix? Ja. Ich war von... Also der Anfang war natürlich etwas sehr lange. Warte mal, jetzt hört man dich. Also zumindest ich höre dich gerade nicht gut. Der Anfang war etwas lange. Ja. Mhm. Ich muss deutlich nach oben reden. So, oder? Nee, so nicht, aber... Also wenn ich so rede, ist es zu leise. Der Anfang war deutlich, ja genau. Gut. Na Leute, bei Kaffee und Kuchen, von daher wird es sicher noch ein paar Minuten länger dauern. Zwischendrin muss ich immer sein anderen Bildschirm wach halten. Das fehlt noch bei hybriden Veranstaltungen, dass der Kaffee und Kuchen dann auch nach Hause wandert. Ja, mit der Simon bei der Lust haben, das so machen. Das hat ihr dann das Landpaket nach Hause geschickt. Das ganze Essenspaket. Ja, da gibt es ein Essenspaket. Mhm. Du dann die Möglichkeit hast, virtuell gemeinsam mit anderen zu essen. Ach toll. Ja gut,
Also ich finde es jetzt im aktuellen Zeitalter ist nicht mehr ganz so attraktiv. Aber vielleicht nicht mehr so große Listen. Wenn Leute reingehen, gibt es da nur so ein Admit-Button. Mhm. Einer von euch das macht. Solange der nicht einschläft, genau. Ich muss ihn immer ein bisschen nachhalten. Ja, ich kann ja meinen Finger hier. Ja, wir wollten ja jetzt hier diese dritte lassen mit KI. Es geht auch völlig in die Hose. KI funktioniert nicht. Unterschiedlichste Probleme. Also, ja. Transkript über Kaltura geht ja im Prinzip, also nicht via Share. Ja. Erzeugt mir aber eins auf Englisch. Keine Möglichkeit gefunden, die Sprache zu ändern. Das ist natürlich Müll, ne? Und wie in der Europäischen Kommission hier. Für weite Entfernung, oder was? Die Europäer fehlen. Wenn sich die Delegationen nicht gegenseitig kloppen. Als gelernter Dolmetscher muss ich jetzt doch mal fragen, wie läuft das dann bei der Convention mit dem Dolmetschen und so? Also unser ursprünglicher Plan war, dass wir in einen Discord-Sprachkanal reindolmetschen und quasi eine abgedämpfte Version vom Teams-Signal reinstecken. Wir haben jetzt aber entdeckt, dass Teams Premium ein Dolmetscher-Feature quasi einen, also wir wollen was schaffen, einen zum Gebärdendolmetscher machen. Du kannst das Ganze neben dem der Sport leitet. Und dann kannst du bis zu 8 Sprachen, glaube ich, nehmen. Dann Leute quasi den Sprachen zuweisen und dann den Ton von uns können hörst. Da kann ich die hören, aber dann das Original. Die hören, genau. Kannst zum Beispiel die sitzen dann irgendwo genau, Breakouts. Das ist mit Discord, haben wir schon probiert, das geht auch. Du musst halt quasi parallel alles in Teams machen könnte, wäre natürlich besser. Der erste Test hat nicht geklappt. Wir konnten zwar einen eigenen Raum zum Dolmetscher zuweisen, aber in Teams ist es schon frisch, ja. Aber erst seit 2 Wochen. Darf ich werden? Danke. Ich bin dann sogar geschlafen. Microsoft schaltet schon mal den Knopf frei, ohne dass es geht. Ding ist. Ne? Ich hoffe, dass das bis Juli dann in vollem Funktionsumfang hat. Stimmt. Und zur Not, du Gott haben wir ja eh, ne? Zur Not können wir auf den Weg zu. Okay. Da könnte ich Leute rausschmeißen. Das, also ich suche das bei dem Organizer aus. Solltest du die eben möglich machen? Ich glaube, hier läuft das nichts, oder? Nee, wir sind jetzt hier leser, ne? Jetzt sind noch 12 Meter davon. Sie ist rosa. Wie geht's an? Wie geht's ja. Sie werden das hier das auch uns freuen. Also mit dem Breakhouse schwierig natürlich. Also das ist genau. Sobald ich zugewiesen sollte, Musik hier rauf zu springen. Ja, was ich auch nutze. Auch selbst. Jetzt wissen wir, warum du die gesucht hast. Also, die Woche, das weiß ich nicht ganz genau. Die Luft ist gut, das kommt dann auf die Seite. Ja. Hallöchen. Wie haben wir denn? Gut. Thank you.
So, willkommen im Raum in Waldorf. Und ich begrüße an Isabel und Eva, die das hier mitgestalten, eine hybride Session führen. Genau, dann fange ich mal an. Herzlich willkommen.